Hi und willkommen, mein Name ist AniRollB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Noch 5 Kämpfer sind übrig. Mit wem spielen wir als nächstes? Eigentlich ist das Schulk der nächste, aber ich würde sagen, wir nehmen als erstes mal Ken, weil ich als nächstes halt Rivalen und Randalieren. Weil ich als nächstes Fuego hier spielen will und den will ich so schnell wie möglich abgehakt haben. Also ja, deswegen machen wir erstmal Ken. Außerdem gab es ja diesen Trailer hier von Ken und Fuego. Also wenn ich die beiden vielleicht in einen Titel reinpacke, kriege ich mehr Views, weil halt Leute den Trailer hier suchen. Ja, der Daniro denkt hier an seine, wie nennt man das? SEO. Okay, der kann keinen Hadoken, keinen Super Hadoken. Ja, der kann das, aber ich weiß schon bei Street Fighter nicht, wie man das einsetzt. Muss man irgendwie so ein S irgendwie formen mit dem Controller. Kann ich irgendwie nicht. So rechts unten, links unten, rechts, keine Ahnung. Ja, Ken ist der Echo Fighter von Ryu natürlich. Der originale Echo Fighter, mehr oder weniger. Okay, funktioniert irgendwie. Muss schon sagen, muss sich schon daraus befreien. Boah, hör auf damit. Ich habe gerade gemerkt, er kann diesen Dings hier machen. Kick irgendwie aufgeladen. Ne, ist auch nicht. Ja, ich kann halt nicht mit diesen Shoryuken. Ja, wahrscheinlich eine stärkere Version vom Shoryuken, ne? Lass mal sehen. Nach unten rechts hat hallo und hat zum Max Tempo Kyaku Schurke Nato Angus Grau. Okay, geh da nicht hin. Jetzt keine Lust auszuprobieren. Finger weg, meins. Ist nicht darunter fallen, Mann. Aber ich bin immer umgedreht zu denen, merke ich gerade. Stimmt ja. Das gefällt hier. Hier, mein Ultimate. Guckt euch das an. Geil, ne? Okay, weiter. Ja, Ken hat auch zwei Ultimates. Stimmt. Je nachdem, ob man Namen, Gegner ist oder nicht. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Macht das doch. Ah, macht er so einen ganzen Halbkreis. Macht er nicht. Aber warum ist denn die Kamera da ganz unten, ey? Weil er ein blöder Sandsack ist. Dieser Saftsack. Auf angucken, glaube ich. Ja, keine Ahnung, Ken ist mehr so als Shoryuken Spezialist, nehme ich an. Und Ryu Hadoken, ne? So war, glaube ich, immer ein Street Fighter. Aber warum machst du mir jetzt gerade so Schwierigkeiten? Geil. Dieser Pisser, ey.
127% und der fliegt nicht raus. Was ist das? Boah, Junge. Jetzt kommt er hier, bin ich rein. Boah, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Flieg doch jetzt mal endlich raus. Wo gehst du hin? Das ist nix. Bis raus, gerne. Boah, ist schon wieder so ein Kack gewesen hier. Viel besser laufen können. Luigi ist doch kein Rivale von Mario. Ja, ich hole diesen Schild weg. Okay, dann geht der Kampf hier voll einfach, ne? Ist klar. Also manchmal, aber nur manchmal. Hey, es wird randaliert. Hui. Oh Gott, jetzt bin ich Metal Ken. Ich bin jetzt metallisch, du kannst mir jetzt nichts. Aua. Aber ja. Der gibt mir jetzt noch, pass auf. Oh, geil, der Baseball, der voll überpowered ist. Warum gehst du mal da runter? Bleib doch hier oben. Na, komm mal her. Will eigentlich die andere einsetzen, aber geht irgendwie nicht. Wo ich ihn irgendwie mit Tritten hier bearbeite. Gut. Ich weiß gedacht, Ken hat irgendwie so ein feuerbasiertes. So ein feuerbasiertes. Eine feuerbasierte Route. Boah, ich hasse jetzt, wenn das passiert. Springt zu einem, zu anderen, ey. Immer dieses eine Ding, immer bleibt dieses eine Ding am Leben, ey. Das darf einfach nicht wahr sein. Ah. Ah, warte. Alles klar. Jetzt die beiden Hände, ne? Oder Rattalos? Ne. Komm schon, Feuer gegen Feuer. Rio, helfst du mir? Nö. Als Rio gespielt habe, haben die mir, glaube ich, geholfen. Ja, danke. Ich bin beinahe schon wieder runtergeflogen. Du besser. Oh, der. Oh. Da krieg ich die wenigstens mit einem Schlag hier kaputt. Na, du bist tot. Ja,
Komm her. Show you can. You have to beat my show you can to stand a chance. Stampf. Gut. Irgendwie noch so eine Punktzahl erreicht. Geil. Ich weiß nicht. Das ist echt irgendwie zufallsbedingt, habe ich so ein Gefühl. Man kennt das Thema gerade. Ah, kennt das Thema ist richtig gut. Hau ich mir gerne an. Ich finde die Bit-Version von damals immer noch am besten. Ist der aber nicht, okay. Müssen wir ein bisschen still sein, damit ich eure Musik höre, weil mein Fernseher ist halt so leise. Abby Trot. Deswegen habe ich kurz mein Fernseher ein bisschen lauter gemacht. Also, dass ich nur in diese eine Richtung da geschossen habe vorhin. Wenn ihr hat gemerkt habt, war meine Schande. Oh. Find nur noch geiles Thema. Ich glaube, von fast allen Kämpfern irgendwie ist hier irgendwie so ein Thema drin in dem Spiel. Komisch. Ob Capcom und Nintendo, die sind schon ein bisschen dicke, ne? Die haben schon drei Charaktere drin. Square Enix zum Beispiel hat nur einen Charakter drin. Cloud. Nur zwei Lieder von Final Fantasy. Was doch schon ein bisschen was sagt, ne? Zu deren Beziehung nehme ich an. Ich meine, da sind immer so versteckte Sachen hier so drin. Ich mache unser einen Charakter irgendwie extra irgendwie schwach, um zu sagen, ja, Nintendo Charaktere sind besser, aber glaube ich nicht. Mega Man und na, Rio und Ken sind schon beide, sind schon alle irgendwie stark, finde ich, in den richtigen Händen. Gleich geht auch für Cloud, nehme ich an. Ich habe ihn fast noch nie gespielt, glaube ich. Aus einem Multi-Smash hier auf Screen. Die ganzen Sachen hier gemacht habe für die. Ding, ding, ding. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache überhaupt noch. Ich bekomme sowieso keine guten Geister mehr. Ach ja, das Minispiel in Street Fighter, wo man ein Auto kaputt hauen musste. Ja, schön. Oh, geht schon wieder. Ich nicht letztes Mal bekommen. Ticket, gut. Setze ich aber nicht mit Fuego ein. So, Fuego. Nehmen wir den. Oder sieht auch nicht schlecht aus. Nehmen wir den radioaktiven. Ein Riese ringt sich durch, ja. Was das angeht. Weil mir der Computer Fuego steuert, ist er richtig überpowert. Ich habe irgendwie so ein Turnier angesehen, wo war. Muss man irgendwie abteilen, glaube ich, ne? Autsch. Yeah. Warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich gerade voll aus der Bahn gebracht. Egal, war bestimmt nicht wichtig. Was? Ich kann auch so was. Ja, irgendwie muss man abteilen. Ich weiß nur nicht wie. Ja, er war so früh zum Beispiel, glaube ich. Da macht ja überhaupt keinen Schaden, merke ich gerade. Das ist ein Konter, wenn er irgendwie angegriffen wird, dann wird er irgendwie stärker oder so.
Komm her. Au. Ja, gerade, ich kann gar nicht meine Ultimate hier aufladen. Wo kommst du mal hier? Was macht der da? Schneller. Mountschwert hier. Tschüss. Ach ja, haben so ein Video gesehen, da haben irgendwie Leute ein Turnier gemacht. Ich glaube, da ist Alpha Red oder so, der YouTuber. Die haben ein Turnier gemacht, wo nur computergesteuerte Charaktere gegeneinander antreten. Das ist echt krass. Da ist irgendwie Fuego voll überpowered gewesen. Oh, sehr gut, mein Bruder. Gutes Tag Team. Aber so was von ich. Den schnapp ich mir. Keine Sorge. Okay, läuft besser als ich den gegen den M-Master gespielt habe. King K. Rool. Das ist ein Heavy Match. What? Na komm her. 0%, da macht aber bestimmt voll Schaden, ne? In seinen Angriffe tun schon weh, habe ich so ein Gefühl, aber so, das war perfekt zum Beispiel. Was hat der Richtige? Ja. Los, komm. Mach dich bereit für meinen Finisher. Supreme. Tschüss. 619. Was? Ein bisschen mit Wrestling kenne ich mir aus. Habe ich mal eine Weile lang geguckt. Also. Mein Lieblingswrestler ist der Undertaker. Das ist mehr oder weniger der toten Mann von Wrestling. Der ist aber jetzt nicht mehr da. Aua. Nimm das, Cooper. Der feurige Ringkämpfer. König des Dschungels. Allmächtiger König des Dschungels, dass ich nicht lache. Aua. Mir habe ich Schaden. Ja, ich mache mir dadurch sogar Schaden. Nimm das. Pistolenfässer, die benutzt man auch im Wrestling, ne? Natürlich. Und wir noch nie Wrestling gesehen, hallo? Tun sie die ganze Zeit mit Knallen abschießen und Fässer bewerfen. Hey. Wie jetzt? Was ist das? Ja auch. Noch ein Schwert. Du Pisser. Du musst es ja ausgerechnet hinterher kommen, ne? Ich hab schon so eine beschissene Recovery. Ist das? Nimm das Smash Ball. Ach man, aber ich habe sowieso nicht viel erwartet. Also Alter, springt aber ganz schön hoch, ne? Weiß wo irgendwo eigentlich Feuerkampf, nehme ich an, ne? Ich habe Sonne
irgendwie nie richtig durchgespielt, also Entschuldigung. Aber ich habe nicht den Feuerstarter genommen. Ich hätte glaube ich den Wasserstarter genommen. Oder? Keine Ahnung. Gut, jemand kämpfen war. Mann. Mit Quajutsu. Ja, auch was vom Ringer, ne? Rey Mysterio. Und ich bin, was weiß ich, Hulk Hogan. Komm her, you fool! Alter, ich hab's da beinahe nicht reingeschafft. Ja, geil. Wir sind für eine scheiß Recovery, ey. Da kommst du ja echt nicht durch. Ich meine übrigens, ich habe gekontert, als sie da auf uns losgekommen sind. So geht's auf den los, gell? Nimm das. Ein Konter bringt irgendwie nichts. Ich zweifle langsam, dass das ein Konter ist. Das funktioniert irgendwie meiste Zeit nie. Keine Ahnung. Hat irgendwie nicht so Bock gemacht, mit dem zu spielen. Er hat irgendwie so geheime Funktionen, die ich noch nicht so verstehe. Irgendwie nach jedem Angriff Poster. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Will ich mal nachgucken. Haben sie irgendwann mal in den Trailern, glaube ich, erwähnt. Aber ja, weiß ich nicht. Die Recovery von dem ist einfach grottig, ey. Muss erst irgendwie seitwärts das Ding einsetzen, damit man wieder näher an die Stage rankommt. Da muss man den blöden Rettungsmove einsetzen, der irgendwie voll kacke ist. Also jeder Rettungsmove, der einen irgendwie voll nach unten donnert, ist eigentlich nicht gut. Und so Sachen wie, weiß ich nicht, Ike hat ja auch so einen, aber der hat dafür so einen richtig guten Seitwärtsmove, mit dem man irgendwie, wenn man zu weit von der Stage weg ist, hier zu der Stage zurückdüsen kann. Aber bei Fuego geht das nicht. Man macht dann so einen, als würde man irgendwie so einen Luftausweich machen. Müsstest du irgendwie einen Luftausweich machen, dann müsstest du seitwärts diesen Move machen und dann müsstest du den Rettungsmove machen. Ja, das ist bestimmt auch so ein Ding der Unmöglichkeit. Voll kacke. Der hat auch so einen Angriff. Weil den kann man wenigstens nur in der Luft lenken. Oder sogar abbrechen. Bei Fuego ist halt alles oder nichts. So, entweder ich sterbe jetzt oder ich rette mich. Oder ich rette mich. Ich schätze mal, ich sterbe. Guess I'll die. Na gut, haben wir den Charakter auch hinter uns. Wir sind eigentlich nur noch halbwegs gute. Drei Charaktere sind noch übrig. Schulk, Bayonetta und Cloud. Ja, einen muss ich mir bis zum Ende aufbewahren. Nehme ich mal an. Ich schaffe nur zwei pro Part. Also ich mache drei pro Part. Aber mal schauen. Hänge ich dann irgendwie All-Star-Modus noch daran oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Oder weil nicht Geistertafel müssen wir ja auch noch machen, genau. Und dafür habe ich jetzt auch noch Zeit. Ja, machen wir jetzt noch ein oder zwei Runden.
will die beiden Meilensteine haben, da fehlen mir noch 2 10 Legendengeister erledigen und 10-mal Kampf-Item einsetzen. Kann ich auch nicht mehr so weit entfernt von sein. Ja, so sehe ich aus, wenn ich einen Angriff gekontert habe, aber irgendwie habe ich halt nie hingekriegt. So, Kumatora. Das war's. Mehr nicht. So, jetzt haben wir noch Schulk, Cloud und Bayonetta. Cool. Na, ich mach mal hier. Was für ein Horror erwartet mich denn hier noch? Gar nichts. Mitna. Na, ich könnte hier von ein paar erledigen, aber da mache ich auf Screen. Will Legenden-Dinger ja machen. Syllaby. Nebelalarm, schön leichter Dauerschaden für dich. Der Gegner heilt sich fortlaufend. Ja, geil. Ist Nebel so wichtig? Ich glaube nicht, ne, aber. Also behindert mich das sehr, ich glaube nicht. Was hab ich denn hier? Achso. So, Kampf-Items, bevor ich es vergesse. So, du machst mir dauerhaft Schaden, dann mache ich dir sofort Schaden. So, nur ein Gegner, das dürfte eigentlich. Wow, bist du winzig. Wow, du bist schon beinahe raus. Ja. Oh Gott, leichter Dauerschaden, ich sehe es. Ich bekomme ganz schön Schaden. Wenn er mich fragt. Oder ob ich jetzt mit dem Schwert drauf brauche. Boah, da ist jetzt gerade voll Panik. Was hat? Nein. Aber du bist klein, du löst mich nicht, danke. Und sagen, der ist klein, er kann mich nicht so einfach raushauen. Da ist wieder das hier. Ich werde beide Dinge einsetzen, nur mit zur Sicherheit. Ist auch voll langsam. Boom. Okay, aber der Kampf war ja auch nicht so schwer. Autoheilung. Alle 5 Sekunden eigenen Schaden, da habe ich ja. Oder? Oder ist halt eine bessere Heilung sogar. Yay. Helfer schwächer. Ja, ich weiß nicht, wie viele ich hiervon brauche, aber ich würde dann am liebsten auch noch aus dem Weg haben. So, Lückenfüller. Und boom. So, also ein paar Legendentypen hier erlegen. Oder Typinnen. Nein, ich will nicht Elise. Will ich schon, aber ich will die aufscreen holen. So, da ist der Geist, den mir anderen die ganze Zeit hier andrehen will im Abenteuermodus. Stärker für schreibt mir eine Feuerbarriere. Was ist denn diese eine Heilung, die ich gerade habe? Alle 5 Sekunden eigenen Schaden leicht. Eine andere. Warte mal. Na, 3 Dinger hier. Wow, wo ist denn das jetzt? Wird keiner hier 3. Nein. Ja, keiner 3 Dinger. Hat keiner von euch 3 Plätze? Nö. Boah. Du, Franklin Badge, ja super. Helfen Sie mir einen eigenen Schaden. Okay, steht aber nicht durch was. Egal, ich brauche Anti-Feuerboden. So, ist der Geist besser gegen
2 Grad. Jetzt ist der stärker. Er ist aber nicht so ein guter Heilungsschild. Machen wir das mal. Bringt's bestimmt. So, boom. Es brennt. Der Boden verursacht schweren Schaden. Stärke an auf den Nahkampf von Gegner. Wow, ich heile mich echt. Ja, das Ding lügt mich an. Ich kriege hier irgendwie so Rückblicke. Diesen einen Kampf gegen Robin damals. Das allererste Mal hier mitbekommen haben. Hey, bist dich. Ja, wer? Was ist das? Ich habe auch so ein Ding jetzt. Oh, da ist einer rausgeflogen. Gut. Tschüss. Okay, da war, weiß ich nicht. Hätte schwieriger sein können, glaube ich, aber weiß nicht. So, Schildöffner und Schildbremser. Boom. Gut. Haben wir die auch. Mit Angriffskraft gegen Helfer-Trophäen. Geil. Immer noch nicht 10. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ich bin im Partier. Und in der nächsten Folge machen wir weiter im Abenteuermodus, wo wir dann, weiß ich nicht, gegen dieses Ding in der Mitte ja kämpfen oder neue Dings hier betreten. Eine neue Dungeon, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber werden wir ja sehen, ne? Evolution auf Level 99 möglich. Hm. Und 4 Sterne Ding würde ich lieber warten. Gut, und ich hatte euch der Bad gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das wäre sehr gut von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.